Sehr geehrter Herr Alt-Bundesrat Loch, sehr geehrter Herr Grossratspräsident, sehr geehrter Herr Regierungsrat, geschätzte Damen und Herren. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung im Aktionsbündnis Ostschweiz, der SVP, Ostpartei Bürgler und der EDU. Herzlichen Dank. Gefährdet die WHO unsere Freiheit und Verfassung? Das ist das Thema für mein Referat. Ich würde denken, was hat jetzt das WHO mit der Verfassung zu tun? Ich will es probieren aufzuzeigen in dem Referat und dann zeigen, Herr Bloch hat ja die EU-Verträge angesprochen. In der WHO haben wir einen anderen Vertrag. Doch bevor wir mit dem Referat beginnen, möchte ich kurz eine Stiftung vorstellen. Zukunft sehr ist eine gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Stiftung, die Grundlage für die Respektierung der Menschenrechte ins Zentrum stellt. Wir sind Freiheit, demokratische Rechtsorte, ist unser Ziel, an dem schaffen wir. Wir wollen zukunftstragende Werte vermitteln und Familie als Grundpfeiler verankern. Das ist unser Fokus. Im Alltagsgeschäft haben wir viel mit Islam-Themen zu tun, mit Familie und aktuell mit der Transkinder-Thematik haben wir sehr viel zu tun. Und eben mit Freiheit- und Demokratie-Themen und deshalb auch das WHO-Thema. WHO-Verträge. Wir haben hier zwei Verträge, wo man auseinander muss halten. Wir haben einerseits die internationale Gesundheitsvorschriften, wie es heisst, International Health Regulation, und wir haben den Pandemievertrag. Das sind zwei wirklich verschiedene Verträge, man muss auseinanderhalten, ganz wichtig. In den Medien wird das kaum thematisiert bis jetzt, seit Politik kaum, und die Bevölkerung ist wenig bis gar nicht informiert. Und es ist ein Ziel von dem Referat, von meinem Referat, wirklich jetzt ein bisschen Informationen zu liefern, dass die Bevölkerung weiss, was läuft auf der WHO-Ebene, weil es kann durchaus sein, dass wir in ein, zwei Jahren über die Verträge nicht abstimmen. Deshalb zählt es wirklich mal Sie zum Meinungsbild des Referats, dass, wenn Sie rauskommen, doch mal ein paar wichtige Punkte wissen. Inhalt kurz vom Referat. Ich gehe noch ein paar kritische Punkte ein von diesen Verträgen. Dann zeige ich Gründe auf, warum die kritisch sind und mögliche Folgen für die Schweiz und für uns als Bürger letztlich auch. Erstens mal die internationale Gesundheitsvorschrift. Der Vertrag ist seit 2007 in Kraft, soll jetzt aber angepasst werden aufgrund von dieser Corona-Zeit. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen Verträge anpassen und hätte jetzt zum Beispiel in Artikel 1 eine ganz wesentliche Neuänderung vorgeschlagen. Das sind alles Entwürfe, die wir tun, sind alles Entwürfe, die präsentiert. Aber die werden ja auch mal verhandelt und dann abgesammelt. Neu soll die Empfehlungen von der WHO, wenn es ein internationaler Gesundheitsnotstand ist, soll die verbindlich werden. Ich zeige es nur ein, das ist nur das eine Beispiel von dem englischen Vertrag, noch gegangen, alles auf deutsche Übersetzung, dass wir keine Angst haben. Einfach das Beispiel dort, non-binding soll gestrichen werden und verbindlich soll die Empfehlungen von der WHO werden. Den Artikel 3 von den internationalen Gesundheitsvorschriften, neu, und es muss sich wirklich ganz bewusst werden, dass ein Entwurf so drinnen ist. Menschenrechte und Grundrechte sollen gestrichen werden und durch das Prinzip Equity ersetzt werden. Also Equity meint in der Sprache von der WHO, das ist der Begriff Gleichheit. Was heißt die Gleichheit nach WHO? Dass quasi alle Mitgliedstaaten den gleichen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen sollen haben, zu denselben Impfstoff und zu denselben Tests. Equity nach WHO-Sprache, muss sich bewusst sein. Und wie gesagt, anstelle der Menschenrechte aktuell so denen. Denn Artikel 12 ist ja so, das ist bis jetzt schon so gewesen, der Generaldirektor kann alleine eine Pandemie ausrufen. Jetzt bekommt er aber noch weitere Kompetenzen. Als seine Machtbefugnisse werden weiter ausgebaut. Ich lese den Artikel, weil er so wichtig ist, gerade selber noch vor. Stellt der Generaldirektor fest, das wäre jetzt heute Tedros, dass es sich bei dem Ereignis um einen gesundheitlichen Notfall von internationalem Belang handelt, was jetzt bis Corona ja sie, wo sie jetzt ausgerufen haben, internationalen Notstand, so unterrichtet der Generaldirektor alle Vertragsstaaten. Und wie gesagt, Sie sehen, es ist gestrichen, bis jetzt ist es so gewesen, und stimmen die Vertragsstaaten dieser Feststellung zu. Gestrichen. Das heisst, der Generaldirektor hat eigentlich eine vollumfassende Kompetenz, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszuwirken. Und da gibt es natürlich gewisse Kriterien, gestützt auf die, oder
der Generaldirektor das kann ausrufen. Da gibt es den Annex 2. Annex 2, da geht es um die übertragbare Krankheit von einer gewissen Gefährlichkeit. Wenn die vorliegen, dann kann er je nach Konstellation den Notstand ausrufen. Und da sind jetzt neu reingekommen, andere schwere Infektionen, bei denen eine Übertragung von Mensch zu Mensch nicht ausgeschlossen werden kann. Also, das ist eine sehr weitgehende Fassung, von Mensch zu Mensch ist ja sehr viel übertragbar. Also ist bewusst, dass das eine sehr weitgehende Formulierung ist, die jetzt neu gemäß Entwurf so soll übernommen werden. Wo natürlich auch hier wieder grosse Machtkompetenz im Generaldirektor würde gehen. Jetzt mache ich gerade eine Kritik zu dem Artikel 12. Also eine starke Ausweitung von diesem Sachverhalt, von diesem Krankheitssachverhalt, wäre die Ausrufung von einem internationalen Gesundheitsnotstand rechtfertigt. Also er hat jetzt viel mehr Möglichkeiten auszurufen. Also die Selbstermächtigung der WHO zu entscheiden, in Grössen, und das ist jetzt zentral. Normalerweise hat es ja immer eigentlich eine Kontrollinstanz, die das überprüft, ob der Entscheid richtig ist, ob man es anpassen muss, wie immer. Das gibt es bei der WHO nicht. Es gibt keine unabhängige Kontrollinstanz. Es gibt keine Rechenschaft und keine Verantwortlichkeit vom WHO-Generaldirektor. Jetzt muss man sich bewusst sein, keine Kontrollinstanz. Also der Marsch quasi, sagen wir den Vergleich, ein bisschen gottgleich in dem Fall, wenn er sagt, dann gibt es, also jetzt, ich bin gläubig, ich meine, es ist wirklich eine tolle Konstellation, so speziell, dass ein Mensch hier eine unglaubliche Machtbefügung selber bekommt. Artikel 13, wo es so ein bisschen verdeutlicht, neu soll reinkommen, neu sollen die Vertragsstaaten, die WHO, als die führende und koordinierende Behörden für Fragen der internationalen öffentlichen Gesundheit anerkennen. Sie versprechen, die diesbezüglichen Empfehlungen der WHO zu befolgen. Also explizit der Führungsanspruch der WHO wird verankert. Und natürlich die Verbindlichkeit von den Verträgen nochmal, von dem Vertrag nochmal verstärkt in seiner Bedeutung. Denn Artikel 43, 44, da gibt es neue Komitees, so Behörden, die eingesetzt werden von der WHO, zum Beispiel so als Compliance- und Durchführungskomitee, die müssen sicherstellen, das sind Vertragsstaaten, die müssen sicherstellen in den Komitees, dass die Änderungen von der WHO, die Massnahmen umgesetzt werden. Also der Vertragsstaat muss quasi selber überwachen, dass es zutrifft, ob sie es richtig gemacht haben. Und die Weltgesundheitsversammlung, das ist ein Organ von der WHO, ist verantwortlich, dass die Umsetzungen von den Neuerungen, dass sie überwacht werden. Die werden es überwachen. Also Vertragsstaaten werden überprüft, ob sie sich daran halten, währenddessen die WHO eigentlich ohne Rechenschaftspflicht ist, wenn sie ihre Massnahmen aussprechen. Ich komme schon zum Fazit von dieser internationalen Rechtsvorschrift oder eben International Health Regulation, weil man gehört, manchmal ist der Begriff einfach die Begriffe, die wir gehört haben. Kritik einerseits, der WHO-Generaldirektor fragt nach Korrekturen über Prüfungsmöglichkeiten, wie gesagt, es gibt keine. Gibt keine. Es gibt keine Mechanismen für wirksame Kontrolle vom Generaldirektor, kein Mechanismus bezüglich einer wirksamen Überwachung der Massnahmen und auch keine wirksame Rechenschaftspflicht der WHO. Aber wie gesagt, eine Rechenschaftspflicht von Mitgliedstaaten. Ihr müsst sagen, haben wir es eingehalten oder nicht, beziehungsweise geprüft, ob es so gemacht worden ist. Denn, was ich angesprochen habe, erleichtert die Selbstermächtigung. Die WHO hat gewisse Kompetenzen, so es noch schon auszurufen. Problematik der WHO-Verbindlichkeit, also wenn die verbindlichen Maßnahmen gesprochen werden, dann wenn die Mitgliedstaaten nicht wirklich mehr Spielraum haben. So sieht es aus nach den Verträgen, dass die Mitgliedstaaten wirklich quasi in Richtung Umsetzungsorgan von der WHO gehen und nicht mehr souverän sind. Implementation und Compliance gehört, wie es heisst, wo das eben überwachen, dass alles funktioniert, umgesetzt ist. Und da muss ich die Frage schon stellen. Gibt es noch eine Freiheit für den Staaten, andere Lösungen zu treffen, als die Massnahmen, die die WHO vorgeschlagen hat? Also mit den Fürworten, ich sehe es nicht. Wenn die Massnahmen so verbindlich werden sollen, welche Freiheiten, so mal kurz zur Corona-Zeit zurückgehen, wie Schweden oder die Schweiz war ein bisschen anders weggegangen. Haben die Freiheiten zum Beispiel noch? Ich befürchte nein. Dann, nächster Punkt, der thematisiert den Pandemievertrag stärker.
in dem internationalen Gesundheitsvorschrift jetzt auch ein Passus drin, ein Artikel, wo es um Bekämpfung von falschen und irreführenden Informationen geht. Explizit, sowohl in den internationalen Gesundheitsvorschriften als auch im Pandemievertrag, ist der Wortlaut drin. Und wenn ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre anschaue, was da unter irreführend und falsch gelaufen ist, dann müssen wir ehrlich sagen, sind immer die, die kritisch gewesen sind, zu gewissen Maßnahmen, kritisch zu der Impfung und so weiter, die haben wir wie gecancelt, haben wir aus dem Debattenraum rausgenommen. Und ich befürchte, dass genau solche kritische Stimmen zukünftig keine Raum mehr werden bekommen. Und auch alternative Behandlungsmethoden und so weiter und so fort. Man hat es ja gesehen, es war immer die Impfung im Fokus gewesen. Immer Impfung. Ich weiss, es ist ein heikles Thema, aber ich spreche es an, weil doch, es gibt Beleg dafür, dass es doch hilfreich war. Ivermectin oder Vitamin D3 haben durchaus sehr gute Erfolge in der Behandlung. Warum hat man das nicht weiterverfolgt? Und ich befürchte, mit einem so einem Passus werden sämtliche Aspekte der Behandlungsmethode gar nicht zu Wort kommen, wenn die WHO einen anderen Fokus hat. Und wenn man die letzten 3 Jahre angeschaut hat von der WHO, ist es im Fokus gewesen. Aufhebung von den Menschenrechten wird noch leichter sein, wenn die auf die Massnahmen greifen, die dann verbindlich sind, also Lockdown und so weiter und so fort, Kontaktbeschränkungen mit der umfassenden Kompetenz, die genau gesagt dasselbe kommt, ist es alles noch viel einfacher möglich. Zwangsmaßnahmen, die Wirtschaft und Gesellschaft tangiert. Und letztlich auch die dauerhafte Beseitigung von Souveränität, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Wenn die WHO nämlich Vorgaben machen, muss sich die Schweiz daran halten, Souveränität wird eingeschränkt und es gibt keine Gewaltenteilung, weil es keine Überprüfung gibt. Die Schweiz kann nicht überprüfen, auf der internationalen Ebene gibt es das auch nicht. Dann komme ich bereits zum Pandemievertrag. One-Health-Ansatz, das ist ein Gesundheitsansatz, den die WHO jetzt im Moment im Entwurf so drin hat, der aber auch in anderen Ländern schon angewendet wird. Das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Die nehmen quasi Gefahr und Risiken für den Menschen und tun das verknüpfen mit Klimawandel, Verlust von der biologischen Vielfalt, Verschlechterung der Ökosysteme und erhöhte Risiken an der Schnittstelle vom Mensch, Tier und Umwelt. Und der Gesundheitsbegriff ist ja unglaublich schwammig. Was heisst es jetzt konkret? Und der Begriff soll jetzt verankert werden im Pandemievertrag. Und zudem heisst es im Moment so, denn die Vertragsstaaten verpflichten sich, die One Health Überwachungssysteme zu verstärken. Was heisst das alles konkret? Weil es kann durchaus sein jetzt, also realistischerweise, dass gestützt der Gesundheitsansatz der Pandemie ausgerufen wird, wenn irgendjemand im entfernten Land irgendetwas passiert, wo mit dem Gesundheitsbegriff widerspricht oder das Problem entsteht, dass hier auf den schwammigen Begriff der Pandemie ausgerufen werden kann und sogar ein internationaler Gesundheitsnotstand. Man muss sich bewusst sein, die Begriffe sind wirklich gefährlich und heikel, weil sie nicht greifbar sind. Aber massive Konsequenzen für die Länder kann haben und für uns als Bürger. Genau. One Health erweitert die Macht- und Weisungskompetenz der WHO auf praktisch alle Bereiche des Menschenlebens. Ja, wenn jetzt Biodiversität, Ökosystem, Mensch-Tier-Schnittstelle, dann fällt ja ziemlich wirklich für fast alles drunter denn. Wenn das unter Gesundheit fällt. Und eben dann das schwammige Konzept als Begründung von weitreichenden Sonderbefugnissen der WHO. Also für mich als Jurist, das geht gar nicht. Da weiss man nicht, was das gegen Rechtssicherheit, Leute und Länder wissen nicht, was auf sie zukommt. Artikel 11, Equity, jetzt kommt der Begriff, den ich schon mal angesprochen habe, bei den internationalen Gesundheitsvorschriften. Equity meint Gleichheit und die WHO betont in diesen Verträgen ganz stark das Equity-Thema. Also alle Länder sollen die gleichen Daten zur Verfügung hat, die Diagnosemittel, die gleichen Impfstoffe und Zugang zu allen möglichen Produkten, wie auch immer, haben. Wenn man sich genauer anschaut, schafft sich nämlich die WHO damit eine Kompetenz, globale Lieferketten, Produktions- und Lagerort von medizinischen Produkten anordnen zu können. Also, wenn es in einem gewissen Land zu wenig gibt, dann müssen vielleicht andere Länder, es steht wirklich drin, dann müssen andere Länder die Produktion steigern, dass das einen Ausgleich gibt, dass eben alle einen gleichen Zugang
Gehen wir zu der Impfung aus, weil das ja so das Thema war, zu der Impfung, Diagnosemittel und so weiter, oder Testzellen haben. Gleichheit. Gleicher Zugang. Das kann ja sinnvoll sein, wenn es sinnvolle Mittel sind. Aber die Staaten müssen die Freiheit haben zu sagen, nein, wir gehen den anderen Weg. Equity, ganz wichtig, der Begriff der Gleichheit hier bei der Pandemievorsorge. Dann auch ein wichtiger Punkt, gemäß Artikel 16 des Pandemievertrags, zählt die gesamte Exekutive, der gesamte Staat und Zivilgesellschaft zählen in die ganze Pandemieprävention und Reaktion eingezogen werden. Also die komplette Gesellschaft und Staat soll jetzt auf die Pandemieschiene getrimmt werden, mit ihren Verpflichtungen gemäß Vertrag. Also man sagt, so ein zentralisierter Top-Down von oben nach unten. WHO sagt, ihr müsst das und das machen, also Staaten umsetzen. Jetzt hat die entscheidende Frage zum Beispiel, können wir unterschiedliche Erkenntnisse und Lösungsansätze während Pandemien noch ergebnisoffen diskutieren? Das muss ja möglich sein. Es gibt immer wieder neue wissenschaftliche Ansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter. Also muss man doch auch bereit sein, neue Maßnahmen gesprochen oder Erkenntnisse einfließen zu lassen und sagen, stopp, da sind wir falsch weggegangen, wir müssen da neue Erkenntnisse zulassen und entsprechend handeln. Doch das scheint mir wirklich sehr schwierig zu sein, wenn die Verträge so durchkommen, wie sie jetzt vorgesehen sind. Denn Artikel 18, Bekämpfung der Infodemie, das ist das mit den falschen Informationen, dass die bekämpft werden, da steht es, wie gesagt, auch drin. Artikel 44 bei der International Health Regulations und da im Pandemieverträge auch. Und was ich durchaus wichtig finde, auch der zweite Punkt hier, Erforschen von Faktoren, die die Einhaltung von Maßnahmen im Falle einer Pandemie behindern. Einschließlich des Vertrauens, der Akzeptanz und der Nachfrage nach Impfstoffen. Ich will jetzt das Thema Impfung eröffnen, aber es soll jedes Recht haben, positiv oder negativ zu einer Impfung zu stehen. Und wenn ihr Skepsis hat, und diese Skepsis, das ist sein gutes Recht, seine Skepsis, und sagt, ich will das nicht, da heisst es explizit in dem Vertragsentwurf drin, es gegen irreführende oder eben Aussagen, die Impfskepsis können bestärken, dass die bekämpft werden können. Muss man sich bewusst sein, da geht es wirklich um Meinungsfreiheit, also quasi, dass viele gewisse Meinungen, die das vertreten in den Medien an dürfen kommen, oder dass die Wissenschaft nicht mehr forschen will, ja das offenbar je nachdem mit dem in Konflikt kommt. Also Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, die sehr stark tangiert ist. Was ist falsch, was ist irreführend und wer bestimmt darüber? Nach Vertrag ist es sehr klar, dass das WHO wird sein, der die Vorgaben macht. Fazit, Pandemievertrag. Also wir haben Selbstmächtigung von der WHO haben wir auch in dem Fall jetzt, oder ich habe es weniger gesagt, aber es ist auch hier, der Generaldirektor kann die Selbstmächtigung, kann die Pandemie ausrufen. Auch hier keine Kontrolle und Rechenschaft von der WHO. Und jetzt der dritte Punkt, auch ganz wichtig, Gefahr eines globalen Kompetenz- und Machtausbaus mit Hilfe des One-Health-Ansatzes. Wie geschützt auf den kann ja eine Pandemie gesprochen werden und eben unter Umständen auch internationale Gesundheitsumstände. Auf einen Begriff, der nicht greifbar ist. Man weiss nicht, was da kommt. Und das tangiert natürlich massiv, berührt unsere Souveränität von der Eidgenossenschaft und von den Kantonen, die Kanton Thurgau. Die müssen umsetzen. Die zwei Verträge jetzt von Übersicht, das sind die internationalen Gesundheitsvorschriften oben. Es wird so sein, so ist es geplant vom zeitlichen Ablauf, dass im Mai 24 Mai 24 wird die Weltgesundheitsversammlung darüber diskutieren und es gut läuft, verabschieden. Beide Verträge, ja. Beide. Mit einem kleinen Unterschied, oder einem kleinen wichtigen Unterschied, beim internationalen Gesundheitsvorschrift legt eine einfache Mehrheit der Weltgesundheitsversammlung. Und der Vertrag wird dann ein Jahr später bereits in Kraft treten. Ein Jahr später. Wenn nicht, die Schweiz muss innerhalb von 10 Monaten nach Verabschiedung sagen, wir wollen den Vertrag nicht, die Anpassungen, dann wird es nicht in Kraft treten. Wenn das die Schweiz nicht macht, dann wird es übernommen werden. Und, ja. Also wäre wichtig, dass der Vertrag
unbedingt für das Volk haben. Die AB, die letzte hat den Pandemievertrag. Aber wie gesagt, 25 in Kraft, wenn die Schweiz nicht Widerspruch erhält. Beim Pandemievertrag ist es ein bisschen anders, da haben wir zwei Drittel Mehrheit im Weltgesundheitsversammlung, muss zustimmen. Und durch diese Zeit, so 18 Monate Zeit, um darüber abstimmen zu lassen, die Schweizer Bevölkerung abstimmen zu lassen und so weiter und so fort. Also wenn da größere Distanz, da muss es wirklich ratifiziert, also da muss wirklich die Innenstaatverfassungsvorgabe eingehalten werden. Das heisst, also es müsste eigentlich so sein, dass Schweizer Volk und Volk und Stände zur Abstimmung unterbreitet wird. Da tut man mehr Zeit als beim Oberen. Und eben gesagt, der Obere tritt automatisch in Kraft, wenn man nicht widersprochen hat. Der Zweite muss wirklich sagen, wir haben zugestimmt. Wichtiger Unterschied. Um die Verträge zu beurteilen zu können, ist meiner Meinung nach ganz wichtig, auch die Glaubwürdigkeit von der WHO, die Frage nach der Glaubwürdigkeit zu stellen. Wenn man weiss, es gibt einen ganz starken Einfluss der privaten Geldgeber, das ist eigentlich eine WHO-Kritik, die schon lange antut, die man schon lange weiss. Bill & Melinda Gates Foundation sind sehr stark in der Finanzierung. Gavi Alliance da genau auch mit 432 Millionen. Das sind zwei ganz starke private Player. Also wirklich, die haben wirklich zu sagen, weil die binden ihre Gelder immer bestimmte Projekte. Und WHO hat da gar keine Freiraum, sondern die Projekte werden so umgesetzt, wie die Privaten das eingeben. Und wenn man weiss, dass der Bill Gates Foundation schon lange das Ziel hat, eine Impfung ist für sie ein entscheidender Faktor gegen Krankheit. Das hat Bill Gates selber gesagt. Und Gavi Alliance, wenn man weiss, dass die maßgeblich gegründet worden ist mit Finanzen vom Bill Gates Foundation, dass die sehr eng zusammenhängen und auch heute Bill Gates ein wichtiger Investor ist von Gavi Alliance, dann muss ich einfach fragen, wie unabhängig ist die WHO? Wenn man vor allem weiss, dass beide Organisationen massiv im Impfbereich tätig sind, Impfungen koordinieren, verteilen und auch in die Forschung für die Impfung investieren. Dann überrascht es mich persönlich nicht, dass in den letzten drei Jahren einfach von der Impfung gepusht worden ist. Wenn man sieht, wie die Verbandlungen auch in der WHO sind. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der überhaupt immer wieder nicht diskutiert wird. Oder, da greife ich den Punkt auf, es wird immer gesagt, ah, das ist Verschwörungstheorie. Nein! Die Fakten sind auf dem Tisch. Wir haben eine WHO, die massiv gefördert wird von Bill Gates, sowohl bei der Foundation, als auch bei der Gavi Alliance. Und wenn man weiss, dass es noch weitere so Partnerschaften im Impfbereich gibt, die auch mit der WHO verbunden sind, wie CEPI, CEPI, dann muss man sich die Frage stellen, wie unabhängig ist die WHO? In dem Zusammenhang ist auch gerade noch wichtig, der Schweinegrippe-Skandal von 2019 erwähnen, vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Ja, wahrscheinlich meistens schon im Jahr. Dort ist es so gewesen, dass die WHO ja Pandemie ausgerufen hat und den internationalen Gesundheitsnotstand, also beides. Und nachher hat sich etwas völlig harmlos entpuppt. Und was haben die Staaten gemacht aber vorher? Die haben x 100 Millionen in Impfstoff investiert. Und was, Beispiel Deutschland haben jetzt am geläufigsten, die haben über 400 Millionen an Impfstoff, 400 Millionen Wert von 400 Millionen Impfstoff müssen vernichten, weil sie es nicht gebraucht haben. Und dort ist eine massive Kritik damals schon der WHO geäußert worden, dass sie zu stark mit der Impfindustrie und mit der Pharmaindustrie verbandelt ist. Das ist kein neues Thema. Mit der Unabhängigkeit der WHO ist das Thema. Dann hat die WHO die PCR-Tests befürwortet und unterstützt und eben gesagt, with the highest diagnostic accuracy. Also super diagnostisch, es gibt nichts Besseres. Sogar Schweizer Bundesrichter, die haben in einem Fall gesagt, das stimmt nicht. Der PCR-Test hat keine diagnostische Aussage. Die WHO hat das wirklich immer wieder gesagt, dass das der highest diagnostic accuracy ist. Und dann die ganzen Tests mit PCR, die WHO befürwortet, Masken auch für Minderjährige in der Schule, wo wir ja ziemlich ehrlich nicht ganz wissen, welche Folge es für Kind hat, beziehungsweise haben wir es können sehen. Also, bin ich wirklich sagen, Zusammenhang zwischen dem Psychiatriefall, Kinderpsychiatrie, die massiv zugenommen haben. Diesen Zusammenhang müssen wir mal anschauen. Wird immer noch nicht gemacht. Es geht um Menschenleben, es geht um Kind. Wir haben doch kein Experimentierthema, das ist einfach nicht wahr sein. Jawohl.
Dann Berechnung von der Todesfallzahl, ich finde es doch auch noch wichtig, wirklich mal das Tageslicht zu bringen. Der Bundespräsident, damals Bundespräsident Cassis, hat gesagt, alleine sind gut, wirklich wortwörtlich. Wer in einem Autounfall stirbt und Corona positiv ist, ist ein Corona-Toter. Ich habe das gehört, ich habe es wirklich nachgeprüft und muss sagen, da hätte ja ein Aufschrei müssen gehen durch die ganze Bevölkerung, durch die ganze Medienlandschaft. Das hat die ganzen Zahlen verzehrt. Auf die Zahlen kann man doch nicht abstellen. Und der Cassis sagt explizit in dieser Sendung, das ist eine Vorgabe von der WHO. Muss ich einfach bewusst sein. Und auch die letzten zwei Punkte, die ich noch zur Glaubwürdigkeit der WHO bringe. Die WHO bis heute keine Aufarbeitung von der Pandemiezeit gemacht, von der Corona-Zeit und auch keine Qualitätskontrolle im Sinn von, ist es richtig, was sie gemacht haben, haben die richtigen Massnahmen drauf, ist es so schwer, wie sie bis heute keine Aufarbeitung. Jedem Unternehmen in der Wirtschaft macht man das. Man will ja lernen aus der Vergangenheit. Bis heute ist das kein Thema, was dringend notwendig wäre. Um zu lernen für die Zukunft. Und immer, es geht um Menschen. Wir wollen die bestmöglichen Entscheidungen treffen zugunsten der Menschen, für sie und mich, für unsere Kinder und so. Und WHO, um auch festzuhalten, hat keine demokratische Legitimation. Das ist so. Keine demokratische Aufstellung. Somit komme ich zum Schluss. Also das Gesamtfazit noch. Also Übergabe von Kompetenz an eine Person, keine Prüfung und Rechenschaft vom WHO-Generaldirektor. Angriff auf unsere staatliche Souveränität, Unabhängigkeit und Verfassung. Weil die ganze Freiheit, Menschenrechte, die Freiheitsrechte sind in der Verfassung. Kompetenz von den Kantonen und so weiter, welche Aufgabe der Bundesstaat hat und so weiter. Wenn die WHO Vorgaben gibt, nach diesen Vertragsentwürfen ist zu befürchten, dass dann die Souveränität für die Schweiz ausgehebelt wird und die Schweiz wirklich zu einem WHO-Umsetzungsorgan wird. Massives Demokratiedefizit und Verletzung vom Rechtsstaat, es gibt keine Gewaltenteilung, es gibt keine Checks und Balances, wie man so schön sagt, man kann nicht überprüfen. Verletzung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, eben Meinungen unterdrückt werden, das, wo nicht, wo der WHO nicht passen, zu dem klaren Schluss muss ich vorwählen, dass jeder für eine falsche Information und Wissenschaftsfreiheit, die ich gerade so schlimm finde, weil wenn die Wissenschaft eingeschränkt werden und Wissenschaft nicht mehr ihre Erkenntnisse mitteilen können, zum Wohl, zum Gesundheit der Bevölkerung, dann haben wir wirklich ein Problem. Dann werden viele Methoden, die viel sinnvoller werden, nicht mehr angewandt, die einfacher werden, die kostengünstig und den Menschen vielleicht sogar viel mehr würden helfen. Also sogar oft viel mehr. Und Verlust von demokratischen Mitwirkungskontrollen und Informationsrecht. Wir können nicht mitwirken, das Volk kann gar nichts sagen, denn, aber umso, wenn die WHO die Vorgabe machen. Kontrollen und Informationsrecht wäre auch lustig. Wie gesagt, notwendige Gesundheitsinformationen würde man wohl in den Medien gar nicht finden, weil sie eben teilweise irreführend eingestuft wird. Und wir haben ein Informationsrecht, das auch Informationen bezüglich unserer Gesundheit betrifft. Das haben wir das Recht des Bürger und Bürgerin. Und so kommen wir zu zwei Schlussaussagen. Die WHO-Verträge, also in Antwort von meiner Vorstellung vom Referat, gefährden unsere Freiheit und Verfassung gravierenderweise. Und deshalb müssten meiner Meinung nach beide Verträge zwingend Volk und Stand unterbreitet werden. Denn es geht um unsere Souveränität, wie der Alp unserer Bloch klar gesagt, es geht um Souveränität in der Schweiz, es geht um Freiheit und es geht um unsere Bundesverfassung, die wir heute 175 Jahre feiern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.